Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Nach der packenden Niederlage im letzten Spiel, wo wir vor allem am Anfang des Spiels ziemliches Pech hatten, dass der Gegner einfach mit jedem Schuss einen Treffer erzielt, hoffe ich mal, dass es nicht wieder so läuft. Ich fand den Gegner auch nicht super stark. Der war ganz gut, aber er war auf jeden Fall nicht wirklich besser. Obwohl ich 8-3 verloren habe, würde ich sagen, es wäre ein Unentschieden verdient gewesen. Das klingt komisch, aber die letzten drei Tore waren nur zustande gekommen, weil ich auch sehr offensiv gespielt habe. Und die ersten Tore waren halt einfach nur ein Schuss, ein Treffer und dann noch ein Lackertor. Es hat ein einziges Tor wirklich gut rausgespielt. So, egal, wir konzentrieren uns jetzt auf das Spiel und wollen das gewinnen. Wie sich's gehört. Interessanter Pass. Oh, da haben wir Glück und Pech und Glück und Pech. Am Ende haben wir Pech. Ha! Da kommt auch noch gefährlich, oder was? War ein bisschen stümperhaft von mir, genau wie das von ihm. Ja. Okay, jetzt über die Ecke vielleicht. Wobei die Kopfballgefährlichkeit ja in der Bundesliga höher ist. Gefühlt zumindest. Und kaum gesagt, war eh abseits. Kaum gesagt, schon. Bringt Benatia das Ding zumindest mal ans Alu. Macht viele Fehler im Aufbau. Ich aber leider auch. Warum denn? Ich verstehe das gerade nicht richtig. Was mache ich denn hier falsch? Hat er eigentlich direkt auf Schießen gedrückt, aber ich dachte, da braucht er noch Ballkontrolle oder so. Hat sich ja gelohnt, das Rumgeeier. Das war mal ein geiler Pass.
Ganz in Ruhe. Steht 0-0. So, ich muss die Formation wechseln. Habe ich gerade noch so gemerkt, dass ich ein bisschen weit weg bin vom Gegner und er jetzt wahrscheinlich zum Distanzschuss ansetzt. Oh, schön gegen Jesus durchgesetzt. Sehr geil. Fuck. Oh nein, ich schieß doch extra. Oh mein Gott! Ich muss er natürlich machen. Oh, bitter, bitter, bitter. Ich schieße eine extra flach, damit er nicht drüber schießen kann. Und dann haut er eine total langsam raus. Ja, gerne mal ins 4-1-2-1 verwechseln, aber wir machen. Okay. Fuck, natürlich muss es hier 1-0 für mich stehen. Ohne Scheiß. Das wäre auch verdient. Oh, bitter. Vor allem von Philippe. Eieiei. So, Perisic tritt ja gerne mal durch auf der Position. Ich bin gespannt. So, konzentrieren. Come on. Das war schlecht verteidigt von mir. Scheiße. Ah, abseits. War trotzdem schlecht verteidigt von mir. Oh, da hat er aber Glück. Ach, schade. Oh, das war doch kein Foul. Was? Das war aber ein Foul. Das Gefühl, dass die Formation schlechter funktioniert. Vielleicht wechsle ich wieder zurück. Oh, ich hätte nochmal rüberlegen können, denke ich. Schade. Ich glaube, ich lasse die Formation noch mal kurz. Mal gucken. Aber ich
hab das Gefühl, dass die andere besser funktioniert hat. Das ist mein Tee, alle. Ja. Noch nicht so geil. Nice luck. Taktisches ist okay. Oh Gott, er sieht überhaupt nicht aus wie Rodriguez im Gesicht. Also klar, Bart und seine Frisur, aber die Gesichtszüge sind ja komplett falsch. Genau gepasst. Alter, ich habe einfach nur auf Schießen gedrückt mit Icardi. Ich habe einfach nur auf Schießen gedrückt und er macht ihn selber mega krass flach ins lange Eck mit seinem schwachen Linken. Krass. Hat halt so einen Abschluss. Wahnsinn. Hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er reingeht. Also krass und natürlich wir tunneln. Sehr schön. Aber es ist auf jeden Fall verdient, dass wir hier führen. Und ich glaube, ich wechsle jetzt zurück ins 4-2-3-1. Und werde auch wechseln. Danke. Schade. Sehr schön von Brozovic mitgelaufen. Das war wieder scheiße, der Pass. Ist es dieser No-Loss-Klitsch? Kann das sein? Schon wieder in die Niederlage und der Gegner bricht ab. Oder es bricht ab. Muss ja nicht der Gegner sein, aber ist es dieser No-Loss-Klitsch? Kann das sein? Das wäre ja richtig beschissen. Das wäre ja richtig, richtig scheiße, weil das ja bedeuten würde, dass die ganzen Kackspieler, die es nicht drauf haben, sobald die im Rückstand sind, dann diesen scheißen No-Loss-Glitch einsetzen. Oh, das ist ja richtig scheiße. Also, das kann jetzt auch Zufall gewesen sein. Und im Endeffekt, dahingehend, dass meine Spiele schneller vorbei sind, freut's mich natürlich. Aber insgesamt betrachtet, auch die Weekend-League, dass dann irgendwelche Loser halt, weiß ich nicht, mit 40 Siegen rausgehen. Ich hoffe echt, dass EA das alles mitbekommt und die alle ihren Account gebannt bekommen, falls das so ist. Wie gesagt, kann auch gerade Zufall sein, muss ja nicht der Fall sein, aber wenn das so ist, dann hoffe ich, die werden alle gekickt, ey. Weil das ist schon sehr merkwürdig, dass es schon wieder so ist. 1-0 Führung und zweite Hälfte und plötzlich, oh, bricht die Verbindung beim Gegner ab. Was ist denn da passiert? Naja, wir beobachten das mal weiter. Wenn es jetzt häufiger vorkommt in der Weekend League, dann ist es dieser blöde No-Loss-Glitch. Und dann hoffe ich echt, dass die alle gebannt werden. So, wen haben wir jetzt? Calcio A. Hybrid mit Premier League. Verstehe ich nicht. Solche Hybrids kann ich einfach nicht nachvollziehen. Weil die Abwehr kriegst du doch auch sexy mit der Premier League hin. Und wird wahrscheinlich nicht viel teurer sein. Gut, wird schon etwas teurer sein, aber trotzdem. Jetzt konzentrieren wir uns aber auf das Spiel. Diszipliniert und konzentriert bis zum Ende. Da kam der Pass zu spät. Da war dann die Gasse zu. Bailey ist so schnell. Das ist so geil. Hätte direkt abschließen sollen. Och, toll gemacht, Kimmich. Jetzt haben wir keinen Shadow, jetzt kommen wir nicht mehr hinterher.
Das haben wir gut gemacht. Das haben wir gut verteidigt und haben sogar noch den. Hat er Pause gedrückt? Na, ja, wird wahrscheinlich aufs 4-1-2-1 verwechseln. Ja, nee, 4-3-1-2. Das sieht man jetzt auch häufiger, 4-3-1-2. Und ich glaube, gegen die Formation hatte ich meistens ziemliche Probleme. Hoffen wir mal, dass es dieses Mal nicht der Fall ist. Hauptsache, ich kann hier in Ruhe meine Außenverteidiger anflanken. Schade. Schön gemacht mit Bailey. Er kommt nicht hinterher, interessant. Geiler Pass auf Schmelzer. Und, oh, fast. Schade. Gute Parade von Pepe. Wieder Bailey. Also Bailey fällt auf jeden Fall, was die Eroberung von Bällen angeht, auf. Positiv, das ist schon mal schön. Oh, Luck. Hat er gut gespielt. Zum Glück standen da noch ein paar Leute von mir. Nächste Ecke. Finde ich schon mal gut, dass er versucht zu decken, wenn ich im Strafraum den Ball habe, statt drauf zu gehen, was man normalerweise macht, weil da kann man viel leichter rausspielen. Also wenn er den Fehler macht und versucht zu decken, statt einfach drauf zu gehen, weil da entstehen die Fehler, wenn man drauf geht. Ich will nicht immer mit Origi über außen kommen, weil da fehlt mir nämlich die Option, auf Origi flanken zu können. Schade. Ach, jetzt gibt's einen scheiß Konter. Sei denn, er spielt schlecht aus. Er spielt schlecht aus. Das war ein dummer Pass von mir. Darf nicht passieren. Nein! Oh, fuck! Da muss ich aber Kacke gezielt haben. Da sollte auf Gnabry gehen.
Aber man merkt, dass Kimmich nicht der Schnellste ist. Sobald ich noch einen Shadow bekommen kriege, kommt er auf jeden Fall Shadow. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Ausdauer Bailey nochmal hat. Hatte der 4? Ich glaube, da hat er nicht so viel, oder? Kimmich hat, glaube ich, über 90. 97 oder so. Musste direkt. Ich musste. Das war übrigens sein Fehler, weil er hat nämlich genau das gemacht. Er hat einen Fehler gemacht beim Rausspielen, als ich aggressiv auf ihn draufgegangen bin. Und hat halt nicht geklärt, sondern versucht rauszuspielen. Deswegen bin ich wieder im Ballbesitz gekommen und Bailey macht sein erstes Tor. War auch so ein kleiner Distanzschuss. Schwieriges Tor, geiler Schuss. Ich hoffe, er spielt weiter so. Er fühlt sich gut an. Er ist schnell, er ist dribbelstark, er erkämpft sich super viele Bälle, holt sich super viele Bälle zurück. Hat anscheinend mal einen guten Abschluss. Zumindest jetzt der erste Schuss war schon mal sehr geil. Von daher schauen wir mal, wie es weitergeht. Und der ist auch verdient, die Führung. Aber es ist kein Spiel, was ich mega krass dominiere. Deswegen müssen wir jetzt aufpassen, dass wir hier nicht das noch irgendwie abschenken. Weiß nicht, wo man Pause drückt, wenn sowieso Pause ist. Er hat auch nur einmal geschossen. Also bisher stehen wir gut, aber du hast nur ein, zwei Fehler drin gehabt und ich habe auch sehr, sehr konzentriert gespielt. Das war sehr anstrengend. Deswegen schauen wir mal, wie es weitergeht. Ah ja, ich habe diese Weekend League eigentlich nur Freitag und Samstag Zeit und Samstag auch nicht abends zum Spielen. Das heißt, ich muss eigentlich Samstag durch sein mit den Spielen. Blöderweise ist es heute schon sehr spät, Freitag. Deswegen weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das alles schaffen soll. Es ist halt ungewohnt, jetzt Freitag bis in die tote Nacht jetzt zu spielen. Eigentlich muss ich mindestens 15 Spieler jetzt schaffen, haben wir nicht mal 5. Vielleicht habe ich ja Glück und es wird weiter abgebrochen. Schade. War ein riskanter Pass. Knabe bekommt zwar den Ball, aber kann sich da nicht durchsetzen. Das hätte ich nicht machen sollen. Oh, dumm von mir. Dumm, dumm, dumm. Ich versuch's teilweise zu einfach. Ich muss mal den Ball erstmal festmachen. Na, oh, geh doch mal hin. Oh, wir haben einen Ball. Fuck. Schon wieder. Sehr schön gemacht. Ah, jetzt wird er auch ein bisschen stinkig hier, habe ich das Gefühl. So. Machen wir von Kimmich, weil der tritt die besten Flanken.
Der schön nah ans Tor ran. Schade. Das war was zu nah. Aber man weiß auch immer nicht genau, wie die Flanken kommen, deswegen. Aber lieber so, als wenn es einen beschissenen Konter direkt gibt. Hat aber schönes Glück. Aber Goretzka bleibt dran. Nächste Woche ist dann auch das letzte Mal Team der Woche mit Bundesligaspielern, bevor es in die Winterpause geht. Da haben wir Glück, das hätte auch locker das 1-1 sein können. Also langsam, ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so ganz verdient, dieses 1-0. Dahin wollte ich nicht passen. Dahin wollte ich nicht passen, oder flanken. Das ist gelb mindestens. Im Fallen. Schade. Super gut gespielt und verdient. Oder halt auch nicht. Aber wer jetzt auf jeden Fall verdient hier das 1-1. Auf jeden Fall. Aber ich versuche natürlich jetzt unverdient hier zu gewinnen. Oder vielleicht jetzt noch 3 Tore machen und verdient gewinnen. Mal gucken. Ich wechsle schon mal. Ich werde dann erstmal was essen nach der Aufnahme. Also mindestens 10 Spiele muss ich schaffen, aber ich weiß gar nicht, wie ich am Morgen dann 15 schaffen sollte, wenn ich jetzt wirklich noch 10 mache. Aber das ist das absolute Minimum für heute. Haben wir gut rausgespielt. Weiß ich auch gar nicht, ob der Gegner da irgendwie groß Fehler gemacht hat. Ich glaube, er war einfach zu offensiv eingestellt, also zu aggro und hatte halt hinten dann Problem, dass es zu dicht war. Das ist der Deckel. Ich sage trotzdem, dass es nicht verdient ist, hier zu gewinnen. Ich denke, ein Unentschieden, oder ich weiß, dass ein Unentschieden hier das verdiente Ergebnis wäre. Also Verlängerung wäre auf jeden Fall für den Gegner verdient. Hier haben wir auch ein bisschen Glück. Gegner war noch dran und geht trotzdem rein. War, glaube ich, Arangis, wenn man wieder abgeht, auch schon im letzten Spiel, eieiei. Obwohl wir da 8-3 verloren haben, hat er, glaube ich, 2 oder sogar alle 3 Tore gemacht. Was ist denn los? Was war das denn? Ich habe nicht auf dem Radar geguckt und habe nicht gemerkt, da steht gar niemand mehr von mir. Das ist auch egal. Ja, also das Tor, also ja, das Tor, das ist okay, aber das ändert jetzt nichts an meiner Meinung, dass der Gegner hier einfach nur ein Unentschieden verdient hätte und keinen Sieg oder so. Das war jetzt einfach nicht mehr. Wenn es hier anders steht, wenn es nicht in der, wie stehen wir jetzt, 89. oder so ist, dann spiele ich hier auch anders. Aber trotzdem, das darf ja nicht passieren. Ich muss trotzdem diszipliniert und konzentriert bis zum Ende spielen. Punkt. So, 90. jetzt Zeitspiel rein und Bums. Referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time.
Ja. Okay, dann mache ich jetzt hier erstmal eine Pause, ess was und dann muss ich weitere Spiele aufnehmen. Mindestens noch 6 Spiele, also noch 2 Aufnahmen will ich noch mindestens machen. 3 Aufnahmen, sorry. Vorlagen, Arrangis und Knapri. Bailey hatte die eine gemacht, genau. Ich hoffe, dass Bailey sich weiter so spielt, weil er hat, glaube ich, auch mehr Ausdauer als Ribéry. Ich gucke direkt mal nach. Aber ist trotzdem deutlich mehr als Ribéry. Aber ja, genau, er hat nur so knapp 80. Ja, und das ist halt schon krass, ne? Schusskraft, also ungeboostet. Schusskraft 88, Fernschüsse 85. Dann mit Maestro bekommt er noch 10 Punkte auf Fernschüsse dazu. Und ich glaube plus 5 bei Schusskraft. Also, das ist schon sehr geil. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.